Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Ich hatte zuletzt die Quest mit dem Roboter ein bisschen weitergemacht. War jetzt hier nach einem Bunker am Suchen, der in der Nachricht erwähnt wurde. Und da ist der Bunker. Da habe ich mal nachgucken müssen. Sehr gut. Okay. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. An alle da draußen, wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nur Signal verloren. Cool. Siedler. Geschafft. Ja, leider nicht wirklich was von Wert. Können wir hier noch was kaputt stampfen? Nicht? Ah, schade, auch keine Zeitung oder so. Naja, dann können wir auch nur wieder raus. Aber dann hätten wir das ja auch abgeschlossen. Und dann werde ich nochmal gucken, was mit den anderen Signalen ist. Denn vorher hatte ich diese Mechanik nicht so wirklich verstanden. Und dachte eigentlich, dass das schon ein... Wow. Akrobatische Meisterleistung. Ich dachte eigentlich schon, dass das ein Fehler ist, dass das so leise ist. Aber das ist einfach nur, weil ich zu weit weg war. Okay. Militärfrequenz. Gehen wir die anderen Frequenzen gerade ab. Moment, wo war das? Da. Hol ich mir auch gerade noch auf. UBB 915 Wüsten. Und jetzt will ich mal gucken. Militärfrequenz. AF 95. Ich weiß nicht, ob das auch eins von denen war, die dadurch verstärkt wurden. Kann auch sein, dass ich das schon deaktiviert hatte. Radar-Funksignal. Und Bevölkerungswarnsystem. Ich
glaube, es ist eine Bevölkerung des Warnsystems. Das war halt dieser Bunker im Südwesten. Der ist offline. Radar-Funksignal und ja. Drei Bäume mit den Flaggen, habe ich verstanden. Ah, okay. Das sollte wohl das hier sein. Essen wir mal gerade und trinken wir mal was. Woher auch immer diese Nachricht dann kommt. Ich habe auch keine Cores mehr übrig, also besonders viel weiter rumlaufen kann ich ja auch nicht. Gab es nicht eine Taste, wo man warten kann? War das nicht T normalerweise?
ist zumindest nichts. Hier war ich aber, glaube ich, schon mal. Der Radius ist halt schon verhältnismäßig groß, wo diese Nachricht zu hören ist. Müsste wohl mal gucken, wie weit die Entfernung genau ist. Ja, es ist auf jeden Fall wieder leiser geworden. Das muss ja von irgendwoher losgefunkt werden. Gehen wir mal da hinten hin. Aber es ist auf jeden Fall leiser wieder. Da hat auch jemand wieder nachgestockt. Die hatte ich schon mal mitgenommen. Hm.
Ich meine, das ja muss schon das Ziel sein. Das ist, sind die drei Bäume mit den Flaggen. Können ja jetzt hier mal warten. Aber dadurch, dass man nicht hier die Zeit vorspulen kann. Ja, wie lange soll man dann hier warten? Warten wir mal gerade noch 2 Minuten. Kann es auch sein, dass man hier einfach zu einer anderen Uhrzeit hin muss. Aber logisch wäre ja, wenn da auch ein Funkgerät irgendwo das Signal absenden würde. Tja. Weiter im Westen kam es mir jedenfalls lauter vor. Damit haben wir jetzt die 2 Minuten gewartet. Hier ist es lauter. Ist kein Funkgerät. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Aber hier ist es perfekt klar. Ah! Ist jemand da draußen scharf auf Camps? Okay. Zu den drei Bäumen mit den Flaggen. Wartet dort auf mich und ich werde euch nicht enttäuschen. Meine Camps bringen euch richtig auf Trab.
Hätten wir das auch. Nicht schlecht. Ist eine nette Schatzsuche. Okay. Ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gewesen. Da wäre jetzt vielleicht noch ein vernünftiger Reward gut gewesen, also als eine Zeitung oder irgendwas. Okay. So, ich habe mal noch Notizen gemacht. Dann hatten wir noch dieses Bevölkerungswarnsystem, aber ich glaube, das war einfach nur für den Süden, für diesen Bunker. Das ist ja leiser. Vielleicht kommt es da von da vorne. Ja, ich glaube, da braucht man dann auch nicht groß suchen. Das wird dann einfach hier einen. Ich meine, ich gehe da mal gerade rein, aber ich glaube, das macht eigentlich keinen Sinn.
Schauen wir mal. Da war ja noch irgendwo anders eine Funkstation, da muss ich dann auch mal gucken. Am heutigen Samstagmorgen, dem 23. Oktober, gaben die Behörden bekannt, dass auf die Vereinigten Staaten ein Nuklearangriff ausgeführt wurde. Zu den betroffenen Städten gehören unter anderem Washington, D.C., New York, Philadelphia und Boston. Wenn Sie diese Notfallnachricht erhalten, bringen Sie sich unverzüglich vor radioaktivem Niederschlag in Sicherheit. Dies ist eine Notfallnachricht. Aha. Kann sein, dass die hiervon verschickt wird, aber ich meine, was soll die mir sagen, die Nachricht? Also. Von Massachusetts. Am heutigen Samstagmorgen, dem 23. Oktober, gaben die Behörden bekannt, dass auf die Vereinigten Staaten ein Nuklearangriff ausgeführt wurde. Können wir ausmachen? Hat vermutlich nichts zu sagen. Dann könnten wir die Militärfrequenz nochmal anmachen, aber ich glaube, die hatte ich da auch schon mal. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Fort Hagen Satellitenstation schraube ich mir noch gerade auf. So. Nach Osten. Und nach Hause. Ich brauche auf jeden Fall neue Kurs. Man kann sogar von hier aus das Schiff sehen, was da hinten ist. Und das ist immerhin dort irgendwo. Radios an, oder? Ja. %25 im Chor. Eigentlich müsste ich irgendwann nochmal hingehen und diese ganzen Highways entlanglaufen und gucken, ob da irgendwo noch was ist. Mit dem Jetpack natürlich. Ja, ich glaube, die Militärfrequenz, das war viel weiter im Norden. Du bist leicht hungrig. Da hinten ist was am Rumlaufen. Na, so ein Bär. Ah, das ist auch die andere Station.
Das ist auch wieder deaktiviert. Und da haben wir ein anderes Notsignal-Signal. Inactive. Funkleitstrahl, Stadtwerke Boston. Funkleitstrahl, Stadtwerke Boston. 89 Meter. Notsignal. 89 Meter. Gestörter Funkleitstrahl. 208 Meter. Die gucke ich mir dann auch mal an, aber da muss ich erstmal Power Armor wegbringen. Ich meine, das ist im Boston-Dings, das wird wohl da hinten sein. Moment. Muss ich mal gerade Stärke. Wie heißt das hier? Sendeturm 1DL109. Okay. Ah, ich glaube, da kann ich jetzt noch sprinten. Das ist wahrscheinlich das von den Aliens. Da, ja gut, dann gehe ich da mal. Ne, ich gehe erstmal die Power Armor wegbringen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das von den Aliens ist. Schon. Wer ist das? Funkleitstrahl verloren. Ah, ist einer der Bruderschaft. Cricket. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Klar, ich schau mal, was du hast. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Sehr schön. Waffen. Schmutzige Armee, das ist leider auch Schrott. Ja.
Okay. Da muss ich aber jetzt auch gehen, weil viel ist da nicht mehr drin. Sprint! Ja. Dann werde ich das hier erstmal modifizieren. Und dann auch so bauen, wie die andere halt auch war. Wir könnten die allerdings auch auf Hot Rod machen. Ne, es ist Beweglichkeit. Flammen. Stärke. Aber da steht nicht Geschwindigkeit. Charisma, Trefferpunkte, Strahlungsresistenz. Ne, machen wir die hier. Wir nehmen weiter die Intelligenz, halt mehr Erfahrung. Helmlampe und die baue ich um. Machen wir mal die blaue. So, linker Arm. Mhm. Elitär. Ach, das war sowieso alles der Nahkampf, oder? Waffenlose, waffenlos. 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 Overdrive-Servos. Naja, hier, das ist Tragekapazität. Brauchen wir auf jeden Fall. Noch mehr Aluminium. Wo ist denn mein Roboter? Er sollte doch eigentlich auch hier irgendwo rumfahren. Ist hier theoretisch. Ah, der ist auch wieder unterirdisch am Rumschwimmen oder so. Ah. Dämme. Ada. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Dann los. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Da
Damit sollte ich dir jetzt hier her teleportieren können, genau. Können wir mal gerade gucken, ob wir dann noch was anderes hatten. Da brauchen wir Roboter-Dings dafür. Wachbot. Außer wenn ich die Trage verbesserte Nahkampfschaden. Braucht man aber Robotik-Experte wieder für. Linke Milligan. Minigun. Flammenkanone. Feuerbälle. Beine. Ich glaube, dann nehme ich jetzt auch die Ketten, weil mit dem kam da ja kaum durch. Hatte ich da nicht noch? Man sieht halt da nicht, was schon aktiv ist. Das ist teilweise ein bisschen dumm gemacht. Weil linker Arm kann ich nicht den Wachbot nehmen, der hat Robotik-Experte-Dings drin. Beine. Und dann haben wir halt die Farbe. Dann gib mir noch deinen Kram. Alles. Sie sollten etwas von dem fallen lassen, was sie da mit sich herumtragen. So. Dann werfen wir erstmal den Schrott hier in die Kiste. Mechanikeranzug wollte ich behalten. T60 ist halt nicht besonders gut, aber das behalte ich mal gerade. Erhöht Energieschaden. Okay. Dann den Schrott wegpacken. Waffen. Wird durch wiederholtes Nachladen auf. Das lasse ich gerade mal im Inventar. Das hier kann auf jeden Fall weg. Das hier sollte jetzt der Großteil sein. Den ganzen Raketen und Atom-Dings das. Ja. Und dann hier den Mechanikeranzug.
Und dann können wir hier noch die Mods reinpacken. Mhm. Und ich vermute, wenn ich jetzt hier den einen neuen Körper bauen soll. Jezebels Kopf. Ja, das ist halt Aluminium, was mir fehlt. Muss ich erstmal Aluminium kaufen. Dann werde ich hier erstmal gerade. Eine Stunde reicht. Müssen wir wirklich aufstehen? Bisschen trinken. Essen. Dann muss ich noch ein bisschen Hilfszeug wegpacken. Fleisch, Ale. Leuchtender Pilz, ordentlich was gefunden. Ist auch ein bisschen viel. Oh, Stimpaks sind auch ein bisschen viel. So. Okay. Dann müsste ich jetzt erstmal. Wie viel Uhr haben wir? 8 Uhr. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Dann werde ich als nächstes nochmal die Funkdinger hier angucken. Das kann man auch direkt machen. Hatte ich jetzt gespeichert? Ich mache einfach nochmal. Hast du gut geschlafen, Schatz? Ja, eben hatte ich. Okay, dann. Achso, und ich wollte mal gucken. Mehr so just for fun. Die Sachen hier. 2 und 3. Aha, die brauchen Zellen. Fusionszelle, richtig? Das eine kann man nicht verbessern. Da könnte man mit Glasfaseroptik. Aha. Schrotflintenlauf. Zum Aufladen Feuer gedrückt halten, feuert einen Schrotflintenschuss ab. Setzt elektrische Fallen frei. Automatiklauf. Mhm. Preston hat das gefallen. Das sieht jedenfalls interessant aus. So, jetzt gucke ich nochmal nach den. Nach den Funkmeldungen.
Dann gucken wir jetzt erstmal nach den Aliens. Ich denke mal, dass. Also, ich denke, dass das die Aliens sind. Und da war ja so eine kleine Hütte mit einem Alien drin. Die Wurz. Die Höhle jetzt hier wiederzufinden. Die habe ich, glaube ich, vorher mehr durch Zufall gefunden. Müsste ja eigentlich auf der Karte angezeigt werden. Ah, da. Das war jedenfalls die Alienhöhle. Dann können wir hier auch schon wieder raus. Alienhöhle. Dann hatten wir die Stadtwerke Boston und ein Notsignal. Meinetwegen könnten da jetzt auch mal Hunde oder so ankommen, die ich damit wegpusten kann.
Nehmen wir das jetzt einfach mal. So. Das Ding hat wieder jemand runtergefahren. Ist auch ein bisschen dämlich. Kann natürlich sein, dass sich das ein automatisches Shutdown hat und das nach x Minuten wieder automatisch runtergeht. Ron Staples. Entschuldigung. Ja? Hat sich in einen Plünderer verwandelt. Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren befreundet. Wie die Zeit verfliegt. Ach, hallo. Audi, setz dich mit ans Feuer. Hier ist jeder willkommen. Wie läuft's denn so? Du kannst gerne zu uns kommen. Nimm dir ein Stück Boden, einen Stumpf, einen alten Reifen. Was auch immer. Entspann dich und bleib eine Weile. Die gute Gesellschaft geht aufs Haus. Aber ich halte Leib und Seele gerne mit Drinks zusammen. Kann ich dir was zu trinken holen? Was ist das? Eine Wanderbar? Ich habe viele Freunde. Ich lerne überall neue Freunde kennen. Meine Freunde trinken gerne mit mir. Was soll ich sagen? Du lässt sich's aushalten. Bisher gefällt mir das Wanderleben. Ich sehe die Welt und meine Freunde wissen, dass ich sie bald besuchen komme. Also... Möchtest du irgendwas haben? Ja, hat man schon mal gefunden, glaube ich. Meine Auswahl ist etwas begrenzt, aber schau dich um. Wir haben aber nichts zum Verkaufen. Achso, der will auch den ganzen Kram gar nicht. Okay. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Hör zu, Spiegel. Ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen. Die neueste Ausgabe von der Quaff zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe eine rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Dies ist eine Aufgabe. Möchte ich jetzt nochmal eine Runde? Du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Coiffe zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus. Naja, das hat wohl keine Relevanz. Das Ding auf Endlosschleife und geh eine rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Okay. Und dann hatten wir ja noch das Notsignal. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Was aber ja dann scheinbar nach Süden hinführt. Ich denke die ganze Zeit, wir sollten einpacken. Und dann denke ich... Ja. Eine
in 3 Sekunden wiederholt. Falls uns jemand hören kann, mein Sohn und ich sind gefangen und brauchen Hilfe. Wir wurden von etwas verfolgt, aber wir konnten uns in diesem Eisenbahnwaggon retten. Aber es war so stechend. Ich meine, da hätte ich aber auch schon mal nachgeguckt. Ich sehe aber hier auch keinen Eingang. Falls uns jemand hören kann, mein Sohn und ich sind gefangen und brauchen Hilfe. Wir wurden von etwas verfolgt, aber wir konnten uns in diesem Eisenbahnwaggon retten. Aber es weiß, wo wir stecken. Thomas ist verletzt und braucht. Es hat die Tür geöffnet. Lauf, Thomas! Raus mit dir! Ja, oh nein, es hat die Tür geöffnet. Ja, der nervt gerade etwas. Ada? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wegschicken? Wir sollten getrennte Wege gehen. Ich kann diese Vorgehensweise nicht gutheißen, aber Sie haben das Kommando. Okay, Eggman's Alley. Naja, dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann beim nächsten Mal nochmal gucken und dann auch tatsächlich die Quests weitermachen. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.